Fall auch. Und deswegen herzlich willkommen zu dem heutigen Teamcall mit Muslim Demir. Ich freue mich, wie gesagt, extrem drauf. Aber davor mag ich ein paar wichtige Punkte mit euch teilen. Deswegen, Leute, lasst uns den Call wirklich starten mit Dankbarkeit. Ja, Max hat es hier schon reingeschrieben, 999. Ja, lasst einfach mal mit der 9 weitermachen. Ja, schreibt mal wirklich eine 999 in der Chat, wenn ihr dankbar seid, hier zu sein. Wenn ihr dankbar wirklich seid, ja, diesen Tag zu haben, ja, diesen Call jetzt wirklich mitnehmen zu können für eure Zukunft, ja, für das, was euch wirklich wichtig ist. Weil jeder von euch hat die Entscheidung getroffen, jetzt hier Sonntag 21 Uhr am Start zu sein. Und ihr könntet jetzt andere Dinge tun, aber ihr habt euch dazu entschlossen, von jemandem zu lernen, der wirklich absolut, ja, zeitlich, ehrlich gesagt, ja, kann man das schon sagen, bei ihm ja finanziell ja sehr, sehr frei ist mittlerweile. Ich sage noch nicht komplett durch, aber sehr, 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 sehr frei. Glaubt mir wirklich, ja, Muslim ist wirklich nicht nur Chairman 10, sondern auch im Trading extrem, extrem stark und deswegen mehr dazu später. Aber ja, wirklich eine Person, die einfach diese Freiheit schon hat und natürlich auch diese örtliche Freiheit. Aber soll ich euch was sagen, Leute? Ja, ihr habt auch schon gewisse Freiheiten. Ihr habt auch schon gewisse Freiheiten und das muss man sich bewusst sein. Ja, ihr habt die Freiheit, wirklich jeden einzelnen Tag entscheiden, ja, zu können, was man wirklich macht. Und auch mit der Möglichkeit von IM seid ihr jetzt schon geografisch frei. Ich kann euch wirklich sagen, jeder einzelne von euch, ihr könntet jetzt, egal wo ihr aktuell seid, ja, den Call mitnehmen. Und ich weiß, wir haben hier Menschen am Start, ja, die aus verschiedenen Ländern einschalten. Wir haben hier Menschen am Start, die hier nicht nur aus Europa, sondern teilweise international einschalten. Wir haben hier Menschen aus Bali, aus Dubai, aus der Türkei. Ja, wir haben so viele verschiedene Länder mittlerweile schon bei Coffee and Trading und es ist unglaublich, was sich aktuell im Endeffekt tut. Wir sind mittlerweile all-time-high bei Coffee and Trading. Ja, wir haben die meisten Success-Stories im Trading. Jeden einzelnen Tag bekomme ich Nachrichten, Profite und ich bin einfach nur super, super dankbar, was wir zusammen wirklich auf die Beine gestellt haben. Und deswegen seid wirklich dankbar, ja, für diese Möglichkeit, die wir hier haben, weil oftmals vergisst man das. Ja, vor allem für diejenigen, die schon ein paar Monate, die schon ein paar Jahre am Start sind. Oftmals lernen wir das Ganze nicht mehr wirklich zu schätzen, ne, wenn schon das Ganze normal ist. Aber erinnert euch mal wirklich das erste Mal zurück, wo ihr wirklich von der Möglichkeit von Trading erfahren habt, wo ihr wirklich mal das Potenzial von Trading verstanden habt, ja, wo ihr wirklich mal das Potenzial von beispielsweise Online-Business, ja, wirklich Online-Geld zu verdienen verstanden habt, ja, das Ganze mit anderen Menschen zu teilen. Darüber hinaus beispielsweise auch wirklich dieses Privileg, ja, dass man arbeiten kann, wann man mag. Ja, jeder von euch kann entscheiden, wie man beispielsweise im Trading erfolgreich wird, im kurzfristigen Handel, ja, beispielsweise mit Impuls, beispielsweise mit Price Swap, ob man beispielsweise Harmonix Trader, ob man beispielsweise Auroras Trader, ob man beispielsweise Smart Money macht. Es gibt so viele verschiedene Systeme und du kannst für deinen Lebensstil ein System finden, weil das ist die Meisterschaft später mal, dass du für deine Lebenssituation, für deinen Persönlichkeitstypen wirklich eine Strategie findest. Und wenn du diese Strategie hast, wenn du wirklich diesen Tradingplan hast, wenn du an deinem Mindset wirklich arbeitest, dazu später auch noch mehr, ja, dann schaffst du eines und zwar, du schaffst die absolute Freiheit für dich und für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Ja, und es gibt hier keine Limits. Das hat mich damals beispielsweise so begeistert. Ich habe damals denjenigen, der mir das Ganze gezeigt hat, Maurice Sommer, ja, viele von euch kennen ihn. Ja, Maurice ist auch eine unglaublich inspirierende Person. Er ist wirklich die Person, die mein Leben komplett verändert hat, unter anderem, aber auch nicht nur mein Leben, sondern das Leben von über 10.000 anderen. Und Maurice, er hat damals schon mir immer klar gemacht, ja, was hier wirklich das Potenzial ist. Er hat es damals schon vorgelebt, ja, und er macht es mittlerweile seit 7 Jahren hauptberuflich. Ja, deswegen an all diejenigen, die jetzt hier neu am Start sind, ich kann euch wirklich sagen, ihr seid zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Menschen. Ne? Ja, nicht nur ich selber, sondern schon unzählige, ja, hunderte, tausende Menschen, ne, nutzen das Ganze entweder beispielsweise zum Teilzeit oder auch schon lange wirklich als Hauptberuf. Ja, die bereisen die Welt und die haben ein Leben, ja, das können sich die meisten gar nicht vorstellen. Ja, beispielsweise mit Teampartner, ja, kann ich euch auch ganz offen sagen, ne? Ja, der ist mittlerweile 20 Jahre alt, das ist jetzt schon auch vor dem er im Endeffekt schon das Alter erreicht hat. Er ist mit 17 damals sich beschäftigt mit Trading schon und ist dann im Endeffekt bei uns gestartet bei M und jetzt mittlerweile ist er Fulltime-Trader. Ja, der lebt jetzt mittlerweile in Bali. Ja, der wandert jetzt einfach mal aus. Warum? Weil er es kann. Ja, weil er selber sich diese Fähigkeit mit Go Live angeeignet hat, ja, wirklich gelernt hat, wie das Ganze hier funktioniert. Und ihr habt dasselbe. Ihr habt dasselbe Go Live. Ihr habt dasselbe Trading View, ihr habt denselben Beta-Trader. Ja, die einzige Person, die euch hindern kann, das seid ihr selbst. Ja, und deswegen lasst uns das immer wieder bewusst machen. Ja, dass wir in dieser Möglichkeit, die wir hier haben, wir sind die einzige Variable. Ja, wir haben es im Endeffekt in der Hand. Und ich mag mit dir heute ein paar wichtige, wirklich wichtige Punkte teilen. Um es mal ganz ehrlich auf den Punkt zu bringen, ich will dir mal all die Punkte teilen, die ich ja wirklich jetzt nach 6 Jahren, ja, mir selbst gerne mitgeben würde. Ja, wo ich wirklich sagen kann, hey, das sind die wichtigsten Punkte. Wenn du das jeden einzelnen Tag machst, dann wirst du im Endeffekt Fulltime. Und ich kann das im Endeffekt sagen, warum? Weil ich mittlerweile seit 5 Jahren Fulltime bin. Ja, weil ich seit 5 Jahren hauptsächlich von IM lebe. Ja, ich habe keinen anderen Job, ja, und mache im Endeffekt nichts anderes. Ich fokussiere mich auf Trading,
fokussiere mich auf das Business, auf Kryptowährungen, auf all diese Bereiche, die wir hier haben. Und ich kann im Endeffekt davon leben und davon bin ich dankbar. Und deswegen will ich dir jetzt all die Punkte mitgeben, dass du selber im Jahr 2024 den Sprung im Endeffekt schaffst, wenn dir das Ganze wichtig ist. Ja, weil jeder Einzelne wirklich aufpasst, Notizen nimmt und das Ganze wirklich umsetzt. Ich garantiere euch, wenn ihr wirklich 100% gibt und wenn ihr euch wirklich an die eigene Nase fasst und das Ganze mit Disziplin umsetzt, ihr könnt von IM leben, zu 100%. Dafür ist aber wichtig, jetzt wirklich aufmerksam zu sein, wirklich mitzuschreiben und an all diejenigen, die jetzt schon länger am Start sind, an Anführungsstrichen, ja, diese Zeit, die du beispielsweise schon am Start bist, du hast viele Dinge gelernt. Vielleicht hast du den einen oder anderen Punkt schon gehört. Ziemlich sicher hast du den einen oder anderen Punkt schon gehört. Aber all diese Dinge, die ich dir jetzt ansprechen werde, und es sind teilweise Basics, aber die Basics sind im Endeffekt das Allerwichtigste, weil die bilden das Fundament. Und die meisten von euch haben ein was, ein bröckelndes, ein bröckelndes Fundament. Ja, es ist auf keinem wirklich starken Fundament. Und deswegen könnt ihr beispielsweise nicht Six Figures, Multiple Six Figures, Seven Figures im Trading beispielsweise verwalten. Ja, weil euer Verantwortungslevel auf einem Fundament aufgebaut ist, was bröckelig ist. Ja, und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir heute ein starkes Fundament aufbauen. Und deswegen ist die allererste Frage in diesem Call, die allererste Frage, und diese Frage solltest du dir immer und immer wieder stellen. In meinen Augen solltest du sie dir jeden einzelnen Tag stellen. Die Frage ist, was ist mein Normal? Ja, weil wir Menschen haben alle für uns ein Normal, einen gewissen Standard. Aber die Frage ist, was ist dein Standard? Und glaubt mir, Leute, ich war jetzt, wie gesagt, 2 Wochen in Dubai, darum soll es nicht gehen. Aber wisst ihr, was ich kennengelernt habe? Einen neuen Standard. Ja, ich habe mal meinen Horizont deutlich erweitert. Ja, ich habe Menschen kennengelernt, die 100, also nicht um direkt kennengelernt, ja, aber ich habe beispielsweise jemanden im Endeffekt kennengelernt, ja, der unfassbar lange schon im Trading ist, tatsächlich seit 17 Jahren persönlich. Ja, und das ist wirklich krass. Seit 17 Jahren im Trading, der hat für Stanley Morgan, also eines der größten Banken weltweit, hat er im Endeffekt getradet und ich habe so krasse Möglichkeiten, ne, einfach wirklich gesehen, was einfach machbar ist, wirklich mit Trading. Und deswegen kann ich euch sagen, Leute, was ist dein Normal? Ja, was ist dein Normal? Was ist dein Standard? Weil wir Menschen bekommen nicht das, was wir wollen, sondern ja, das, was wir akzeptieren. Und deswegen ist die Frage, was akzeptierst du in deinem Leben? Akzeptierst du in deinem Leben, dass du beispielsweise ein gewisses Einkommen, eine gewisse Wohnung, ja, ein gewisses Auto fährst? Ja, und man muss natürlich immer dankbar sein für sein Leben und für das, was man hat. Aber mein erstes Auto war ein 1994er roter VW Polo. Ja, das war mein allererstes Auto. Und wisst ihr was? Ja, das Auto ist nicht immer angesprungen. Und das ist gar nicht so cool, wenn du auf einem Date bist mit einer Dame und dein Auto springt nicht an und du kommst auf einmal nicht mehr vom Fleck. Deswegen ist auch wieder die Frage, was ist dein Standard? Wo ich mir im Business im Endeffekt die ersten Erfolge eingefahren habe, habe ich mir mein damaliges Traumauto holen können. Ja, und das ist halt im Endeffekt das Ding. Ihr könnt so vieles hier erreichen, nur indem ihr Gas gibt. Und euer Standard ist genau das, was ihr bestimmen könnt, jeden einzelnen Tag. Ja, was ist beispielsweise dein Standard im Trading hier? Ja, mit was gibst du dich zufrieden? Gibst du dich zufrieden, nur auf beispielsweise ja, Demo zu traden? Jeder von euch kann es schaffen, ne? Nicht nur Eigenkapital, sondern Fremdkapital wirklich tolle Erfolge einzufahren. Ja, und du kannst Trading so schnell skalieren. In meinen Augen, ja, gibt es kein Business, was du schneller skalieren kannst wie Trading. Ja, und ich habe mit vielen, vielen Leuten, beispielsweise auch in Dubai, war ich 2 Tage komplett unterwegs mit einem Seven-Figure-E-Commercer, ja, der Multimillionen mit E-Commerce auch umgesetzt hat. Und trotzdem hat er gesagt, Trading und Investing kannst du schneller skalieren. Ja, Trading und Investing kannst du schneller skalieren. Und das sagt jemand, der im E-Commerce-Space wirklich sehr, 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 sehr groß ist. Aber Trading, investieren, das ist im Endeffekt die Möglichkeit, wo du am schnellsten wirklich exponentiell expandieren kannst. Weil beim Trading wirst du nicht nur frei, sondern auch unabhängig. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, du wirst nicht nur frei, sondern auch unabhängig. Ja, du wirst unabhängig von allem. Ja, du wirst unabhängig von allem, auch von anderen Menschen. Ja, von Raum, von Zeit. Ja, du bist für dich. Hey, it's you versus you. Und deswegen haben wir im Trading mit Abstand die größten Skalierungsmöglichkeiten. Und die erste Frage ist, was ist dein Normal? Mit was gibst du dich wirklich zufrieden? Ja, und das im Trading wirst du auf was bezahlt? Auf deine Performance. Im Business wirst du auf was bezahlt? Auf deine Performance. Ja, wie steigerst du deine Performance? Deine Performance hat auch irgendwas mit einem Standard zu tun. Wenn es dein Normal ist, dass du nicht schlafen gehst, ohne dass du jeden einzelnen Tag auf TradingView warst, ohne dass du jeden einzelnen Tag auf Go Live warst, das muss dein Standard sein. Ansonsten solltest du nicht schlafen gehen. Du kannst machen, was du magst. Ja, jeder Einzelne ist hier der Chef. Aber ich spreche mit dir sehr, sehr ehrlich, weil ich dir nicht irgendwie ja, einen Traum verkaufen mag, sondern ich mag dir sagen, wie es funktioniert. Wenn du jeden einzelnen Tag auf Trading bist, wenn du jeden einzelnen Tag Go Live schaust, wenn du jeden einzelnen Tag journalst, wenn du jeden einzelnen Tag besser wirst, Mindset wirklich vorankommst, von Menschen lernst, die genau an dem Punkt sind, wo du sein magst, wie magst du scheitern, wenn du jeden einzelnen Tag besser wirst? Du kannst nicht scheitern, wenn du jeden einzelnen Tag besser wirst. Wenn du jeden einzelnen Tag 1% besser wirst, bist du am Ende des Jahres 365% besser. Stell dir mal eine Person, eine Identität vor, die ein Jahr später, ja, ein Jahr später dreimal so krass ist. Und wenn wir da noch Zinseszinseffekt mit reinbekommen, dann ist es
Kein Wunder, dass du Menschen teilweise nach ein, zwei Jahren nicht wiedererkennst. Wer von euch kennt Menschen hier in dem Call, die er nicht wiedererkennt? Na, vielleicht kennt ihr beispielsweise Menschen, die ihr durchs Business hier kennengelernt habt, die dann auf einmal im Trading krasse Erfolge machen, die beispielsweise im Network hier krasse Erfolge machen. Wir haben unzählige Menschen, beispielsweise in den Kopf kommen, wo ich sagen kann, das ist ein neuer Mensch. Ja, nicht vom Charakter her, nicht vom Inneren her. Ja, aber einfach von dem Mindset her, von dem Skillset her, von der Person, die selbstbewusst ist, die wirklich hinter dem steht, was sie macht und einfach ein geiles Leben aufgebaut hat. Und deswegen wäre wirklich im Endeffekt für euch ja diese neue Person. Ja, weil das ist mit Abstand ja das Allerwichtigste, dass du wirklich mal dein Normal neu definierst, dein Standard neu definierst. Ja, das fängt schon an mit den kleinsten Dingen. Bist du eine organisierte Person? Ja, wenn ich bei dir beispielsweise auf deinen Schreibtisch schauen könnte, dann kann ich dir sagen, ob du erfolgreich bist zum Trading. Ja, wenn ich auf deinen Schreibtisch schauen kann, wenn ich auf dein Zimmer schauen kann, ob das aufgeräumt ist, ob du grundsätzlich eine organisierte Person bist. Weil wenn du beispielsweise nicht mal eine Organisation über deinen Haushalt hast, wie willst du eine Organisation haben? Ja, über dein Trading. Das funktioniert nicht. How you do anything is how you do everything. So wie du eine Sache machst, so machst du alles. So wie du eine Sache machst, so machst du alles. Und es fängt alles mit was an? Mit dir. Und deswegen ist es wichtig, dass du die Verantwortung nicht abgibst, sondern die Verantwortung zu 100% nimmst. Du nimmst die Verantwortung zu 100% für deine Situation. Wenn du jetzt aktuell mit deiner Situation nicht zufrieden bist, dann ist es ein Resultat von deinen vergangenen Entscheidungen. Deswegen, wenn du jetzt aktuell nicht zufrieden bist, und ich persönlich, ich bin dankbar, aber ich bin nicht zufrieden, ich bin euch ehrlich, ich bin dankbar, aber ich bin noch lange nicht zufrieden. Aber ich nehme meine jetzige Situation einfach nur aufgrund von den vergangenen Entscheidungen. Und dann ist die einzige Frage, das, was wir kontrollieren können, was machen wir jetzt gerade? Weil im Jetzt kreieren wir unsere Zukunft. Und wenn du jetzt nicht happy bist mit der jetzigen Situation, dann ist es Grund genug. Und zwar Grund genug, ja wirklich. Du brauchst keinen anderen Grund, du brauchst keine andere Motivation. Und wenn du Motivation brauchst, dann schau auf dein Bankkonto, ganz ehrlich. Ja, und ich mache das auch bei mir, weil ich weiß, ich habe noch kein Haus. Ja, ich habe noch kein Haus für meine Familie. Das heißt, ich kann noch arbeiten ohne Ende. Ja, das sind bare Minimums, das sind Standards, die auf jeden Fall her müssen. Und das sollte bei jedem Einzelnen der Standard sein. Ja, oftmals sind wir so komfortabel. Ja, weil wir in Deutschland leben und du kannst über Deutschland sagen, was du magst, aber Deutschland ist ein tolles Land, wo wir viele Möglichkeiten bekommen haben mit der Grundversorgung, mit Krankenhäusern, mit all dem, was wir wirklich haben. So, wir haben Strom, wir haben ein warmes Haus, wir können dankbar sein, okay? Ja, wir haben es einigermaßen sauber, wir sind im Endeffekt dankbar für das, was wir haben. Ja, aber wir müssen nicht zufrieden sein, weil da draußen gibt es noch so viel mehr. Ja, und das hängt von deinem Standard ab, von deiner Performance ab und vor allem von deiner Zielsetzung. Deswegen, ja, mit was fängt alles an? Mit deinem Ziel. Ja, du brauchst wirklich ein Ziel. Und das ist tatsächlich der erste Punkt. Ja, da seht ihr auch mal wieder. Ja, ich habe im Endeffekt 4 Punkte mit euch und ich bin jetzt 5 Punkte mit euch und ich bin jetzt beim ersten Punkt. Das war jetzt alles Freestyle. Einfach mal Dinge, die mir auf dem Herzen liegen. Aber der erste wirkliche Punkt, den du brauchst ein Ziel. Ja, wie willst du im Endeffekt ankommen, wenn du kein Ziel hast? Wie willst du es im Endeffekt schaffen? Ja, wie willst du überhaupt wissen, ob du da bist, wenn du kein Ziel hast? Und wenn du nicht mal weißt, wann du beispielsweise dein Fremdkapitalkonto bestanden hast, wenn du nicht mal weißt, wann du beispielsweise dein nächstes Rank-up machst, wie willst du jemals dort ankommen, wenn du es nicht mal weißt, wann du das Ganze erreichen magst, wenn du nicht mal einen Plan dafür hast, wie du das Ganze erreichen kannst, dann bist du nicht in der Action, du bist nicht in dem Modus, dass du das Ganze überhaupt erreichen kannst. Dir fehlt es an Dringlichkeit und deswegen ist man so bequem. Deswegen hat man beispielsweise viele, viele, viele Dinge, mit denen man sich beschäftigt. Dazu komme ich gleich. Ja, aber ganz, ganz wichtig, was ist dein Ziel? Was ist wirklich deine Mission? Ja, was willst du wirklich erreichen? Und da könnt ihr wirklich viel, viel schneller, viel, viel größer denken. Macht euch nicht euer Ziel abhängig von den vergangenen Monaten. Bedeutet, wenn du in den vergangenen Monaten nicht Funded gegangen bist, dann bedeutet das nicht, ja, dass du nicht im Oktober Funded gehen kannst, okay? Oktober 2023 ist und kann der Monat sein, wenn du es für dich entscheidest und wenn du die notwendige Action reinsteckst, kann es der Monat sein, an dem du Funded gehst, wenn du entscheidest. Und dann ist es wichtig, die Action dafür zu machen. Ja, der Punkt Nummer zwei, und das ist mit Abstand das Allerwichtigste, und das sage nicht ich, ja, sondern das sagen zwei der monetär erfolgreichsten Menschen der Welt, monetär erfolgreich, diejenigen, die meisten Kohle haben. Ich spreche von Warren Buffett und Bill Gates. Man kann von denen halten, was man mag. Ich persönlich bin nicht der größte Fan davon, aber was ich von den Mentoren, in Anführungsstrichen, take the best, leave the rest. Ja, das Einzige, was ich von denen lernen konnte, ist, wie die aus 1 Euro mehr Geld machen, also aus 1 Euro 2. Ja, die sind auf jeden Fall monetär sehr erfolgreich und die haben viel Verständnis über die Wirtschaft. Und die sind beide mal gefragt worden, was ist die Nummer eins Sache für Erfolg? Ja, was ist die Nummer eins Sache für Erfolg? Die waren auf einer Gala-Veranstaltung in einem getrennten Raum, haben ein weißes Blatt Papier und einen Stift und einen Zettel in dem Sinne gehabt und die haben ein Wort drauf geschrieben. Dann sind sie wieder zusammengekommen und beide hatten das Wort Fokus draufstehen. Das heißt, zwei der erfolgreichsten Menschen der Welt. Und wie gesagt, man muss persönlich nicht übereinstimmen mit dem, was sie machen. So, ich bin da auch nicht immer der größte Fan von dem. Aber es geht hier um das Prinzip und zwar um Fokus. Es geht um Fokus. Ja, wie können sie im Endeffekt
sein, ja, dass zwei der Menschen gleichzeitig dasselbe Wort draufschreiben und viele, viele weitere Persönlichkeiten genau dasselbe sagen. Fokus ist mit Abstand das Wichtigste. Where focus goes, energy flows. Ja, wohin deine Aufmerksamkeit, dorthin fließt die Energie, dorthin kreierst du mehr. Alles, was du denkst, alles, was du sagst und alles, was du fühlst, wird im Endeffekt mehr. Und deswegen ist es eben ganz, ganz wichtig, dass du die Ablenkungen rausmachst. Mal ganz ehrlich, ja, wenn ich deine Watchlist bei YouTube anschauen würde, was schaust du dir jeden einzelnen Tag auf YouTube an? Mal ganz ehrlich, na, wärst du da im Endeffekt happy mit? Würdest du das gerne beispielsweise zeigen? Ja, zu der Identität, die im Endeffekt erfolgreich ist. Ja, die erfolgreich ist, die schon, lass mal einfach sagen, der Millionär von dir. Ja, die Identität in ein paar Jahren, der Millionär vor dir, wäre im Endeffekt gerade stolz auf dich, wenn er die YouTube-Playlist anschaut, wenn er schaut, was du dir auf Instagram so reinziehst. So, die Frage ist, wie fokussiert bist du? Schaust du überhaupt YouTube? Das ist das Ding. Es gibt natürlich ja, ein paar sehr, sehr geile YouTube. Ich beispielsweise schaue mir die ganze Zeit aufschreiben Jim Rohn und Brian Tracy an. Ja, neben den ganzen Chairman Mentorship Calls, wenn du mich jetzt fragst nach Mindset, Educorn, ich schreibe es hier rein, dann kann ich euch zwei empfehlen. Und ich würde auch ehrlich gesagt sehr, sehr achtsam sein bei Mentoren, ja, weil es gibt da so viele Leute, die labern einfach nur das nach, was alle anderen schon sagen. Und deswegen gehe ich da back to the basics zu den Leuten, die wirklich das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung wirklich einmal groß gemacht haben. Und es sind diese zwei Namen, Brian Tracy und Jim Rohn. Ja, wenn ich mir über Mindset, jetzt nur über Mindset, nicht jetzt über I am, über Chairman gehen und über beispielsweise Trading erfolgreich meistern, sondern wirklich Mindset, würde ich Brian Tracy und Jim Rohn von Herzen empfehlen. Deswegen schaltet das auf jeden Fall ein, vor allem die Sachen zur Disziplin. Wenn du aktuell mit Disziplin struggles, dann gib einfach mal Brian Tracy, Jim Rohn Disziplin an. Dein Leben wird sich verändern. Ich garantiere es dir, wenn du das Ganze wirklich umsetzt. Deswegen, sehr, sehr wichtiger Punkt, Fokus, ja. Der dritte Punkt, und ich muss mich ein bisschen sputen, ich spreche heute eh schon ein bisschen Double Time, aber ich hoffe, ihr kommt mit. Der dritte Punkt ist Planung. Plan your work and work your plan. Plan your work and work your plan. Wir alle haben wie viele Minuten? Ja, weiß es irgendjemand, schreibt es in den Chat. Wie viele Minuten haben wir jeden einzelnen Tag? Wie viele Minuten haben wir jeden einzelnen Tag? Und wenn du nicht mal weißt, ja, wie viele Minuten der einzelne Tag hat, dann gibst du wahrscheinlich deiner Minute noch keinen Wert. Ja, ich sehe hier immer noch nichts im Chat. Wie viele Minuten hat ein Tag? Yes. Lukas, du hast es auf jeden Fall erkannt. Ja, es sind genau 1440 Minuten. Ja, 1440 Minuten, die wir jeden einzelnen Tag haben. Wenn wir beispielsweise mal Schlaf abziehen, in meinem Fall komme ich auf 1000 Minuten. Ja, auf 1000 Minuten jeden einzelnen Tag. Ich habe das selber aus einem Buch, ja, von einem meiner Mentoren. Ja, 1000 Minuten haben wir jeden einzelnen Tag. Wie gehst du im Endeffekt die Minute an? Da planst du wirklich deine Arbeit, planst du wirklich deine Zeit. Wie achtsam bist du? Und ich bin so ein großer Befürworter davon, dass du dir selber im Endeffekt Zeit nehmen solltest für deine Gesundheit. Ey, Gesundheit steht da ganz, ganz oben. Warum? Weil willst nicht der reichste Mann im Krankenhaus sein. Ich glaube, da stimmt mir jeder zu. Du willst nicht der reichste Mann im Krankenhaus sein. Du willst nicht unglaublich reich sein, wohlhabend sein, aber dann nicht mal mit deinem Kind beispielsweise irgendwann mal Fußball spielen, weil du einfach übergewichtig bist und keine Kondition hast, mal hart gesagt. Hätte ich keinen Bock drauf. Ja, deswegen Gesundheit ist ganz, 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 ganz wichtig. Ich hoffe, ja, da sind wir uns alle einig. Ja, Gesundheit ist das A und O. Und deswegen, egal in welcher gesundheitlichen Verfassung du gerade bist, du kannst es auf jeden Fall schaffen. Mein Klassenkamerad, dem ich zu verdanken habe, dass ich bei M unter anderem gestartet bin, den habe ich kennengelernt, wo der 150 Kilo gewogen ist. 150 Kilo ist er damals gewogen. Er ist damals auf mich zugekommen, hat gesagt, ey Chris, wir müssen da was ändern. Mittlerweile wiegt er 85 Kilo und ist durchtrainiert, 6 Jahre später. Maschine. Der läuft Marathons und radelt die ganze Zeit hunderte Kilometer. Ist voll der Psycho. Ja, also richtig, richtig im positiven Sinne, hat meinen größten Respekt. Aber wisst ihr was? Er hat das als Entscheidung getroffen, ja, so nicht mehr weiterzuleben. Ja, weil ich dem einfach klar gemacht habe, dass es so harte Konsequenzen haben wird. Und deswegen mega, mega wichtig. Ja, wacht da wirklich auf, trefft wirklich diese Entscheidung, plant wirklich euren Tag durch. Nehmt euch die Zeit für die wichtigen Dinge. Nehmt euch aber auch bewusst die Zeit für eure Go-Live-Sessions. Ja, habt ihr eure Zeit wirklich geplant? Und ich mag euch ganz ehrlich, ja, ich mag euch nichts sagen, ja, was ich nicht im Endeffekt selber umsetzen werde. Und deswegen will ich euch einfach mal zeigen, wie bei mir so ein Tag ausschaut. Ja, ich plane mir alles durch. Bei mir ist ein Tag komplett bunt. Ja, ihr seht, hier unten sind im Endeffekt die Calls, da sind meine Trading Sessions eingetragen und ich habe jede einzelne freie Minute im Endeffekt geplant. Ja, warum? Weil Zeit und Energie sind die wertvollsten Ressourcen. Zeit und Energie sind die wertvollsten Ressourcen. Und natürlich könnt ihr euch Zeit nehmen, ja, für die Dinge, die euch wichtig sind. Ja, ich telefoniere jeden einzelnen Tag mit meiner Mom. Ich könnte es euch zeigen, ich telefoniere jeden Tag mit meiner Mom. Das ist der wichtigste Call. Ja, weil wir sollten uns Zeit nehmen für unsere Liebsten. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber wir sollten uns vor allem selbst als Priorität nehmen. Und wir müssen eben teilweise lernen, Nein zu sagen zu anderen Menschen, dass wir Ja sagen können zu uns selbst. Wir müssen mal lernen, Nein zu sagen, ja, zu den Ablenkungen.
Ey Leute, ich war damals beispielsweise und ich weiß, viele von euch machen das vielleicht heute auch, aktuell auch noch und ich weiß, es ist auch ein Prozess. Ja, aber ich war damals beispielsweise Barkeeper und ich war jedes einzelne Wochenende feiern. Davor auch schon. Ja, seitdem ich 15 Jahre alt bin, ich war jahrelang ja die ganze Zeit feiern. Ja, jedes einzelne Wochenende, dafür habe ich gelebt. Wisst ihr was? Irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, für was feiere ich eigentlich? Was habe ich eigentlich erreicht? Ja, was habe ich eigentlich erreicht? Warum feiere ich einfach? Ja, und ich weiß schon, man findet immer einen Grund zum Feiern. Ja, man findet immer irgendeinen Grund zu feiern. Ja, man findet die dümmsten Gründe zu feiern. Ja, die Realität ist, du flüchtest irgendwas. Ja, du flüchtest irgendwie deine Realität, weil deine Realität einfach nicht geil ist. Oder, ja, du denkst einfach, das ist normal. Ja, dass man sich jedes Wochenende einfach betrinkt. So habe ich auch lange Zeit gedacht. Ja, aber irgendwann gilt es halt mal auch zu hinterfragen und dich mal wirklich zu fragen, kommst du so ans Ziel? So, und da magst du dann jede freie Minute nutzen. Ja, der erste Punkt und der wichtigste Punkt, den man verstehen muss, wenn man das Ganze hier Fulltime machen mag, dann ist es, dass du jetzt schon, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, dass man jetzt schon IM zu der Priorität macht. Ich habe damals IM kennengelernt, wo ich beispielsweise im zweiten Ausbildungsjahr war und ich habe mir damals das Ziel gesetzt, ich mache es nach meiner Ausbildung direkt hauptberuflich. Ich war im zweiten Ausbildungsjahr, habe dann gesagt, hey, ich habe jetzt ein Jahr, um das Ganze hauptberuflich zu machen. Und ich habe keinen Cent verdient, nicht einen Cent verdient. Ja, wirklich gar nichts, nichts mal in Niente, weder im Trading noch im Network, kein Cent verdient. Und ich habe jedem Einzelnen gesagt, dass ich nach meiner Ausbildung das Ganze hauptberuflich machen werde. Egal, ob es meine Eltern waren, egal, ob es meine Berufsschullehrer waren, meine ganzen Klassenkameraden, meine ganzen Arbeitskollegen, mein Chef von der Arbeit. Ich habe während der Ausbildung schon gesagt, nach der Ausbildung bin ich weg. Das heißt, ich habe mich committed vor allen. Ja, und dann habe ich im Endeffekt die Action reingesteckt und habe die Möglichkeit gehabt, das Ganze zu machen. Und du kannst es auch. Aber dafür musst du IM jetzt schon als deine Priorität annehmen. Für mich gab es keinen Plan B. Ich weiß, viele hier in dem Call haben einen Plan B. Für mich gab es diesen Plan B nicht. Deswegen war es mir egal, welche Hochs und Tiefs ich habe auf meinem Trading-Account. Es war mir egal. Ich wusste, im Long-Term wird sich das Ganze auszahlen. Im Long-Term wird sich das Ganze auszahlen. Ich arbeite nicht für den Chris jetzt. Ich arbeite für den Chris mit 30. Und genauso arbeitest du jetzt für den Raphael mit 30, für den Anoa mit 30, für den Nikolai mit 30. Wo sind die Ladies? Wo sind die Ladies? Wo die Aliyah mit 30? Ja. Für die Annie mit 30, für die Eileen mit 30. So, du arbeitest für dein zukünftiges Ich, ja, für die zukünftige Version von dir selbst. Und deswegen verarsch dich nicht selber, ja, und mach nicht irgendwelche Ablenkungen, wo du ganz genau weißt, das lenkt dich gerade mal ab. Mega wichtiger Punkt. Aber mit einem kurzen Blick auf die Uhr schaue ich auf jeden Fall, ob der liebe Muslim schon da ist. Aber das Gute ist, ich habe so viel mit euch zu teilen, ja, dass wir hier auf jeden Fall komplett weitermachen können. Ich habe aber den Blick hier auf die Teilnehmerliste. Muslim sollte auf jeden Fall gleich kommen. Gebt jedem Einzelnen nochmal Bescheid, ja, dass wir hier wirklich die 200 knacken. Meine Katze ist auch am Start. Die zählt auf jeden Fall mit. Wir sind 199. Holt die 200. Person nochmal auf den Call. Ja, gibt im Endeffekt Action. Wir sind jetzt gleich 200. Perfekt. Nee, Leute, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall weiter mit dem heutigen Call und gehen wirklich rein in das ganze Thema Arbeitsblöcke. Ja, arbeitet wirklich mit Arbeitsblöcken. Ja, ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Sachen, um wirklich mehrere Stammbeine aufzubauen. Ja, du willst nicht die Person sein, die nur ein Stammbein aufbaut. Come on. Du willst doch nicht nur eine Einkommensquelle, oder? Wäre schon irgendwie ein bisschen weird, wenn du jetzt nur Trading machst. So, wenn du nur eine Einkommensquelle hast, stell dir vor, Gott bewahre, aber dir passiert mal was und du kannst vielleicht mal nicht traden. So, dann hast du keine Einkommensquelle. So, ich bin Fan vom passiven Einkommen, mir mehrere Einkommensquellen aufzubauen, dass ich neben dem Trading noch mehrere Einkommensquellen habe. Natürlich hast du mit Trading das höchste Einkommenspotenzial, don't get me wrong. Mit Einkommen kannst du extrem skalieren mit Trading. Ja, du brauchst ca. 3.500 Euro, um Seven-Figure-Potenzial an Challenges zu haben. Jetzt nur mal angenommen, du hast es, ja, und gehst im Endeffekt, wenn du natürlich dann auch schon davor beispielsweise Auszahlung hattest, etc., etc., das ist ein Prozess, der zieht sich über mehrere Monate und Jahre, aber du brauchst ca. 3.500 Euro, um Seven-Figure-Konto zu haben. Das ist kein Einkommensversprechen, sondern nur Mathematik. Wenn du auf einem Seven-Figure-Konto 10% machst, dann sind es nach Abzug auf dein Konto 80.000. Selbst wenn du da noch 50% Steuern zahlst in Deutschland, wir sind ja im Endeffekt tolle Bürger, so hey, dann hast du immer noch 40k für dich. Damit kannst du überdurchschnittlich leben. Aber das ist im Endeffekt wichtig, ja, dass wenn du dir so ein Ziel setzt, dass du, und by the way, man muss nicht so viel Steuern zahlen, ja, aber nur mal angenommen. Aber wichtig, ja, dass du hier komplett frei werden kannst. Aber dafür musst du dich jetzt schon so verhalten, wie die Person, die das Ziel erreicht hat. Das heißt, wenn du dir das Ziel setzt, Seven-Figure-Trader zu sein, dann musst du dich jetzt schon so verhalten, wie die Person. Und dein TradingView und dein MetaTrader, das wird nicht mehr anders. Denn nur weil du dann mehr Konten verwaltest oder größere Konten, dein MetaTrader und dein TradingView verändert sich nicht. Und deswegen deine Routinen, jeden einzelnen Tag am Chart zu sein, jeden einzelnen Tag live zu schauen, jeden einzelnen Tag zu journalen, jeden einzelnen Tag aktiv zu sein in Telegram-Gruppen, die verändert sich nicht. Das machst du, egal ob du jetzt bei Punkt 0 bist oder bei Seven-Figure-Konto. Die Aktivitäten sind die gleichen. Ja, die Zoom-Calls, die Team-Calls, die verändern sich nicht mehr.
Der Zoom-Call bleibt der gleiche. Ja, jetzt kannst du schon in die Energie gehen. Ja, act as if, verhalte dich so wie die Person, die das Ziel erreicht hat. Mega wichtiger Punkt. Ja, gebe bei YouTube, wenn ich dir eine Empfehlung geben kann für YouTube, ey, dann gib Bob Proctor Self-Image ein. Ja, Bob Proctor Self-Image. Ja, ist der Mentor von Alex Mortner, ist der Mentor von Alex Morton, ist leider nicht mehr unter uns, aber es ist wirklich jemand, ja, von dem man definitiv viel über das Thema lernen kann, was Mindset hier oben angeht. Chris schreibt hier schon rein, Legend, 100 Pro. Ja, deswegen plant euch wirklich eure Zeit ein, ja, für gewisse Dinge, ja, dass ihr jetzt schon wirklich in dem Punkt seid. Ja, für Network wisst ihr im Endeffekt genau, was zu tun ist. Ja, da wird vielleicht Muslim gleich auch nochmal drauf eingehen. Ansonsten, ne, wisst ihr da im Endeffekt, was das Game ist. Ja, für diejenigen, die da mehr Infos haben wollen, kommt gerne auf mich im Endeffekt zu. Ja, Chris, schreibt es gerne mal schnell in den Chat rein, wie man Bob Proctor schreibt. Danke dir, mein Lieber. Und genau, ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Punkt Nummer 4. Genau, danke, Niklas. Wir machen weiter mit dem Punkt Nummer 4, der hier auf der Liste steht. Und es ist das Thema Routinen und Gewohnheiten. Ja, und ich habe beispielsweise von einer sehr erfolgreichen Persönlichkeit drei Dinge lernen können, zwar drei Key Ingredients, also Hauptzutaten für den Erfolg. Das erste ist das Skillset, das zweite ist das Mindset und das dritte sind deine Habits, deine Gewohnheiten. Ja, was machst du jeden einzelnen Tag? Ja, welche Gewohnheiten hast du wirklich? Und da ist eben auch wichtig, dass wir wirklich anerkennen, ja, dass wir Menschen Gewohnheitstiere sind. Wenn du keine Gewohnheit hast, dann hast du unbewusste Gewohnheiten. Ganz, ganz wichtig. Ja, wenn du jetzt aktuell keine bewusste Gewohnheit hast, dann hast du eine unterbewusste Gewohnheit. Ich würde meine Hand darauf wetten, ja, dass jeder ungefähr gleich aufsteht jeden einzelnen Tag. Ja, nach dem Aufstehen machst du ungefähr immer die gleichen Dinge. Bewusst oder unbewusst. Der eine geht beispielsweise direkt auf Social Media, der eine liest beispielsweise erstmal ein Buch. So, jetzt in diesem Moment habe ich beispielsweise diese Nachricht bekommen, ja, auf die wir alle warten, ne? Und zwar, dass der One and Only, ja, Muslim im Endeffekt am Start ist. Leute, ich hätte noch viele, viele Themen, ja, die ich gerne mit euch teilen mag, aber jetzt ist für mich der Zeitpunkt, wo ich im Endeffekt Stift und Zettel zur Hand nehme, ja, wo ich im Endeffekt hier alles notieren werde, was der Muslim mit uns teilen wird. Und ich könnte hier echt lange, lange, lange Zeit, ja, über Muslim sprechen, weil es eine Person ist, die ich sehr, sehr krass respektiere und ich sage euch gleich warum. Ja, weil Muslim ist eine Person, die wirklich nicht nur einen Bereich dominiert, ja, sondern wirklich mehrere Bereiche. Und ich bin euch ganz ehrlich, bei Mentoren achte ich immer auf sehr, sehr viele Dinge. Ja, ich schaue mir beispielsweise nicht Mentoren an, ja, die in einem Bereich sehr, sehr stark sind, sondern ich schaue mir vor allem an, was ist das für eine Person? Ja, was ist wirklich für ein Charakter? Für welche Werte steht er wirklich? Ja, wie viel Wert gibt er beispielsweise auch seinen Liebsten? Wie viel Wert gibt er beispielsweise, ja, seinen Mentoren? Wie viel Dankbarkeit, wie viel Wertschätzung gibt er den Menschen, die ihn wirklich groß gemacht haben? Ja, wie viel Gesundheit? Ja, ist auch so ein großer Punkt. Wie viel Wert gibt er wirklich Gesundheit? Ja, ist es wirklich ein Allrounder? Ist es wirklich eine Person, die wirklich alles, ja, versucht zu vereinen? Weil wir alle haben dieselben 1440 Minuten. Ja, wir alle haben dieselbe Zeit wie beispielsweise Muslim. Ja, und er schafft es ja, all diese Lebensbereiche im Endeffekt in Einklang zu bringen und überall massiv erfolgreich zu sein. Egal, ob das im Trading ist, egal, ob das im Network ist, als Chairman 10, ja, Verantwortung über hunderte Teampartner, über tausende Familien. Ja, Muslim ist eine Person, ja, auf die so viel hinaufschauen. Ja, auf die so viel hinaufschauen. Ich kann euch das gar nicht sagen. Muslim wird in seinem Team, ja, in seinem Team gefeiert. Wenn ihr auf der Convention dabei wart, wisst ihr, was ich schon gehört habe? Wisst ihr, was ich gehört habe? Dass Teampartner nicht mitschreiben konnten bei dem Part von Muslim, wenn Muslims Team nebendran war und die waren so laut. Ja, das habe ich gehört, Muslim an dich. Ja, es gab Teampartner von mir, die gesagt haben, die konnten nicht mitschreiben, weil dein Team so laut war. Ja, weil die genau nebendran waren. Weil sie so krass und so stolz im Endeffekt sind, in deinem Team zu sein. Und das spricht im Endeffekt für sich. Ja, das spricht im Endeffekt für sich, weil er ist wirklich eine Person, ja, die unglaublich krass vorangeht. Ja, man sagt immer, das Speed of the Leader ist das Speed of the Team. Und Muslim ist jemand, der nonstop am Machen ist. Als ich das erste Mal Muslim kennengelernt habe, soll ich euch was sagen? Ich habe ihn nicht wirklich richtig kennenlernen können. Warum? Weil er die ganze Zeit im Call war. Weil er die ganze Zeit im Call war. Weil er die ganze Zeit am Machen war. Ja, weil er wirklich jemand ist, der jede einzelne freie Minute nutzt, der wirklich nur ein Allrounder ist und deswegen nennen wir diesen Call auch Become a Chairman Trader. Ja, es geht nicht darum, eine Sache richtig gut zu machen. Es geht darum, wirklich, how you do anything is how you do everything, ein Allrounder zu sein, alle Lebensbereiche zu dominieren. Und dafür gibt es keine bessere Person. We the one and only Muslim dem hier. Das Edifying war viel zu kurz für dich, Bro. Das war viel zu kurz für dich, aber das waren mir die wichtigsten Punkte, die ich wirklich als Ankündigung, ja, für dich wirklich geben wollte, weil ich ganz genau weiß, ja, was jetzt für einen Part kommt. Deswegen, Leute, ja, Stift und Zettel raus. Get ready for Muslim dem hier. Ich freue mich. Danke von Herzen, dass du hier am Start bist. Du bist jetzt ein Stund. Ich werde dich gleich anpinnen. Und let's get it, Bro. Ich freue mich auf jeden Fall auf deinen Part. So, alright, let's rock. Dann lass uns auf jeden Fall loslegen. Wo kann man mich gut hören? Ganz kurz.
Dass Yes, mich man jeder kann dich hört. hören. Ich Perfekt. suche dich. Jetzt, hier bist du am Start. Perfekt. Perfekt. Let's roll. Gut, Leute, dann lasst uns auf jeden Fall direkt reinstarten, weil ich habe einen engen Zeitplan und deswegen, ich werde sehr schnell reden, deswegen hör schnell zu. Chris, danke für die lieben Worte. Ich weiß, es ist unglaublich zu schätzen, bedeutet mir echt viel, weil nur am Ende des Tages so bin ich zu dem Punkt gekommen, wo ich bin, weißt du, weil ich mir an euch allen ein Beispiel genommen habe, an euren Werten, an eurer Work Ethic, an eurem Werdegang. All diese Sachen haben mich dazu inspiriert, zu dem Punkt zu kommen, wo ich jetzt bin. Deswegen habe ich eigentlich euch zu danken. Und vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung, für diesen Call. Auch genauso einen großen Dank geht auf jeden Fall raus, auch an Niklas und auch an Musa. Vielen, vielen Dank, Bro. Lasst uns Gas geben, Leute. First of all, bevor wir jetzt in den Call reinstarten, ich würde euch darum bitten, lasst uns gerne die Cams anmachen. Warum? Ich sage es immer wieder, Leute, du musst die Cam nicht anmachen für mich. Alright, ich war auch nicht beim Friseur gewesen, ist vollkommen in Ordnung. Ich habe auch keine Schminke im Gesicht. Ja, letztens haben mich wirklich Leute gefragt, schminkst du dich? Nein, ich schmink mich natürlich nicht, aber worauf ich hinaus will, ist, du musst nicht eine 10 von 10 sein. Du darfst gerne so selbstbewusst sein, du darfst gerne so confident sein, ja, dass du dich in jeder Situation zeigen darfst. Das ist Punkt Nummer 1 und Punkt Nummer 2, dass du die richtigen Sachen für dich priorisierst. Weil ich sage es immer wieder, wenn ich jetzt hier, Gott bewahre, ich wäre dein Chef, aber wenn ich hier dein Chef wäre, ja, und wir hätten ein Unternehmensgespräch oder whatever it is, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Leute mit Anzug und mit Krawatte hier sitzen würden und sie wären ready. Und das 5 Minuten, bevor der Call anfängt und mit Stift und Papier und mit Notizen, all diese Sachen, obwohl dein Chef dich für 9 € die Stunde bezahlt, für 12 € die Stunde bezahlt, richtig? It's a fact, ja? Und du bist ersetzbar, weil dein Chef juckt es nicht, ob du morgen noch zur Arbeit kommst oder nicht, weil es gibt immer jemanden, der für weniger Geld mehr arbeitet als du, richtig? So, aber die Leute, die legen viel, viel mehr Priorität auf so eine Sache, ja, wo sie 1.600 €, 2.000 € im Monat verdienen. Weil Leute, das ist nicht viel. Es ist nicht viel. Und du bist nicht nur 2.000, 2.500 € im Monat wert. Und das ist ein Fakt. Weil auf der anderen Seite 10, 20, 30.000 € im Monat zu verdienen, ist nicht schwer. Es ist nicht schwer. Wenn es 13, 14-Jährige schaffen mit NFTs, mit Dropshipping oder mit whatever it is, ja, wenn es 18-Jährige schaffen mit Funded oder sonst was, ja, dann bist du nicht der eine, der es nicht schaffen wird. Alright, aber dafür müssen wir das richtige State of Mind für Erfolg haben. Das richtige State of Mind für Erfolg ist, dass wir anfangen, dieses Business zu priorisieren. Weil es gibt Leute, das ist unglaublich. Ich habe Menschen gesehen, die für Alex Morton auf der Bühne in Miami 25.000 € bezahlt haben, um mit ihm zu speaken, one-on-one, richtig? Um einen One-on-One-Call mit ihm zu haben für 45 Minuten. Für 45 Minuten 25.000 €. Und dann kommt ein Alex Morton zum Beispiel bei uns auf die Calls und es gibt echt Menschen, die nicht auf die Calls kommen und dann zu uns kommen, also zu den Leadern kommen und sagen, Bro, ich bin nicht erfolgreich. Weil das richtige State of Mind für Erfolg nicht da ist. Weil es beginnt dort. Deswegen ist es wichtig, die Kamera zu haben. Deswegen ist es wichtig, mitzuschreiben. Nicht, weil unbedingt Notizen dich zum Multimillionär machen. Das mit Sicherheit nicht. Nicht, weil die Kamera dich zum Multimillionär macht. Das mit Sicherheit nicht. Aber es versetzt dich in das richtige State of Mind für Erfolg. Richtig? Und damit dürfen wir anfangen. Ja? Das heißt, fang nicht an, deine Arbeit mehr zu priorisieren als das, was dich eigentlich finanziell und geografisch frei macht. Das, was dich eigentlich finanziell und geografisch frei macht, ist dieses Business hier. Richtig? Und das ist das, was ich verstanden habe, als ich hier in diesem Business gestartet bin. Vor 3 Jahren, Leute. Ich bin echt, also es ist jetzt vor kurzem 3 Jahre her, wie schnell die Zeit vergeht, dass ich hier in diesem Business gestartet bin. Und Leute, als ich hier in diesem Business gestartet bin, habe ich eine Sache für mich verstanden. Ich komme aus dem ganz normalen Entrepreneurship und das ist verdammt hart. Das ist verdammt hart. Ja, ich sage es jedes Mal, wenn du es nicht schaffst, hier erfolgreich zu werden, dann schaffst du es nirgendwo erfolgreich zu werden. Und das ist nicht böse gemeint. Aber das ist das, was ich dir vor Augen führen will, weil die me meisten Menschen sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich geb dir ein Beispiel. Mein erstes Business hat mich 8.000 € gekostet. 8.000 bis 10.000 € roundabout, okay? Ich habe Brotdose für Kinder über Amazon verkauft. Ein Business zu starten ist verdammt teuer. All diese Sachen, ob egal was du, selbst eine GmbH aufzubauen, kostet dich alleine 25.000 €. Ja, all diese Sachen sind verdammt teuer. Die meisten Menschen nehmen sich einen Darlehensvertrag, um ins Entrepreneurship einzusteigen, um Kiosk aufzumachen, um eine Gastronomie aufzumachen, um einen Point of Sale aufzumachen, whatever it is. Richtig? Nehmen sich einen Darlehensvertrag, verschulden sich für 50.000, 70.000, 100.000, wenn nicht sogar mehr. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben sich für 300.000, 400.000 € verschuldet, um eine Gastronomie aufzumachen. Richtig? Das Geld hast du nicht. Das Geld hast du nicht. Das Geld hat ich damals nicht gehabt. Das Geld haben all diese Menschen, die ein Entrepreneurship gestartet haben oder ein Business sich aufbauen wollten, hatten das Geld nicht. Deswegen haben sie sich verschuldet. Dieses Business hier kostet dich 200 Euro.
Dieses Business kostet dich 200 €, wenn du Five Figures gehst. Dieses Business kostet dich 200 € wenn du Six Figures gehst. Dieses Business kostet dich 200 € wenn du Seven Figures gehst. Dieses Business kostet dich 200 € wenn du Eight Figures gehst. Dieses Business kostet dich 200 € wenn du Milliardär wirst. Verstehst du? Und weißt du, was das Ding ist? Das Potenzial ist da. Selbst in der Gastronomie, und das ist das, was die meisten Leute nicht verstehen, oder in einem ganz normalen Entrepreneurship. Leute, du hast nicht die Möglichkeit. Du hast nicht die Möglichkeit, wie hier in diesem Business 20, 30, 40.000 € am Tag zu machen. Und ich habe Menschen in meinem Team, die machen 20, 30, 40.000 € am Tag. Mit Trading zum Beispiel. Verstehst du? Diese Möglichkeit hast du nirgendwo. Weil die meisten Menschen nehmen sich einen Darlehensvertrag und bis der mal abgezahlt sind, sind 10, 20 Jahre um. Und dafür arbeiten sie intensiv in ihrem Business. Diese 10, 20 Jahre arbeiten sie intensiv in ihrem Business für 8, 10, 12, 15 Stunden teilweise. Verstehst du? Du baust dir hier ein Einkommen auf, was immer größer wird, was dir immer weniger Zeit in Anspruch nimmt. Und das ist das, was die meisten Leute für sich, glaube ich, hier in diesem Business nicht verstehen. Und das ist das, was ich sehr schade finde, weil die meisten Menschen sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht, wenn sie hier in diesem Business starten. Weißt du? Ich habe eine Social Media Agentur gehabt und am Ende des Tages baust du für irgendwelche Influencer Online-Shops auf, die dir sagen, ja, macht mal einfach. Und im Hintergrund sagen sie dir dann, oder wenn das Ganze dann fertig ist und das ganze Konstrukt dann fertig ist, dann sagen sie, ey, mach mal so, mach mal so, mach mal dies, mach mal das, mach mal hier, mach mal da. Verstehst du? Das heißt, du hast normalerweise immer wieder Sachen, du hast immer wieder Leute, die dir Anweisungen geben, du hast immer wieder Systeme, auf die du angewiesen bist, du hast immer wieder Menschen, auf die du angewiesen bist, all diese Sachen, das hast du hier in diesem Business nicht. Hier in dem Business bist du auf niemanden angewiesen, außer auf dich selbst. Das Einzige, was du beherrschen musst, oder das Einzige, was du haben musst, ist ein Smartphone und eine Internetverbindung. Und das Skill musst du beherrschen, richtig? Aber dafür müssen wir uns anfangen, Leute. Dafür müssen wir anfangen, was die meisten Menschen sagen oder was Ilja mir damals hier in diesem Business beigebracht hat. Mein Leben, um mein Business zu bauen, damit mein Business mein Leben aufbauen kann. Und das vor allem für die ersten 2, 3 Jahre in diesem Business, wenn du hier startest. Weil, Leute, wir müssen uns für eine Sache verstehen. Die Spreu trennt sich vom Weizen. Nicht bei den Dingen, die du jeden Einzelnen oder die du so machst wie der andere auch, sondern bei den Dingen, wo du eine Extrameile hinlegst. Verstehst du? Das sind die Menschen, die am Ende des Tages erfolgreich werden. Weil Erfolg, Leute, schaut mal, erfolgreich zu werden ist nicht schwer. Erfolgreich zu werden an sich ist überhaupt nicht schwer. Du musst auf einer kleinen Basis oder auf einer konstanten Basis die kleinen Dinge jeden einzelnen Tag tun. Das war's. Das ist das, was Erfolg auszeichnet. Ich habe nichts anderes gemacht, ein Niklas hat nichts anderes gemacht, ein Chris hat nichts anderes gemacht. Die To-Dos sind immer die gleichen, richtig? Wenn wir sagen wir mal, wir gehen in die Trading-To-Dos rein. Was sind die Trading-To-Dos jeden einzelnen Tag? Du schaust jeden einzelnen Tag Go Live, du backtestest jeden einzelnen Tag, du setzt jeden einzelnen Tag aktiv Trades, du führst einen Trading-Plan oder du hast einen Trading-Plan, du führst ein Trading-Journal, richtig? Und das wird dich erfolgreich machen. Wenn du vor allem die Trades reflektierst, die du setzt, das wird dich erfolgreich machen, vertrau mir. Weil wir sind alle so erfolgreich geworden im Trading. Also wir haben nichts anderes gemacht. Wenn wir über die Network-To-Dos reden, oder über die Network-To-Dos reden, auch wieder das gleiche Spiel. Wir bauen ein Social Media auf, wir prospekten jeden einzelnen Tag, wir machen jeden einzelnen Tag 5 bis 7 Stories zu unserem Business, richtig? Und du wirst langfristig erfolgreich werden, mit Sicherheit. Wenn du jeden einzelnen Tag 2, 3 TikToks postest, wenn du jeden einzelnen Tag 2, 3 Beiträge auf Instagram postest, jeden einzelnen Tag, wenn du das jeden einzelnen Tag machst, wenn du 5 Stories, 7 Stories zu deinem Business machst, wenn du Highlights hast zu deinem Business, wenn du eine hohe Aktivität hast, wenn du prospektest, dann wirst du im Network Marketing erfolgreich werden, 100%. Weil Network Marketing ist ein Numbers Game, mehr nicht. Ist ein Numbers Game. Aber die Menschen machen es einfach nicht. Oder sie machen es vor allem nicht über eine konstante Zeit. Verstehst du? Menschen können das Ganze nicht für die nächsten 2, 3 Monate durchziehen. Menschen schaffen das nicht für die nächsten 6, 7, 8 Monate durchzuziehen. Menschen gehen lieber 3 Jahre eine Ausbildung machen für 9 € die Stunde, stehen jeden Morgen um 4 Uhr auf, anstatt sich auf die Couch zu legen mit bequemen Sachen. Es ist schön warm, du hast Kaffee und Kuchen, du hast geile Musik am Laufen und zu prospekten. Anstatt sich an den Schreibtisch zu setzen, Go Live aufzumachen, sich einen Kaffee zu ziehen, Coffee and Trading, richtig, sich einen Kaffee zu ziehen und zu traden und Go Live zu schauen. Menschen gehen lieber in der Kälte Steine schleppen oder um 4 Uhr morgens, 5 Uhr morgens, 6 Uhr morgens fahren sie lieber ins Büro und machen die Buchhaltung für den ganzen Tag, ja, für bis 18 Uhr, bis 19 Uhr, bis 17 Uhr, bevor sie sich hinsetzen und prospekten, bevor sie sich hinsetzen und Social Media Content updaten, bevor sie sich hinsetzen und Go Live schauen, bevor sie sich hinsetzen und Backtesten.
Und dann wundern sie sich, warum sie nicht erfolgreich sind. Leute, das sind Fakten. Weil mehr braucht es nicht für Erfolg. Mehr braucht es hier in diesem Business nicht für Erfolg. Warum nicht? Weil die Menschen, die hier alles vorgeben, Entrepreneurship sieht normalerweise so aus, lasst mich euch erklären, wie Entrepreneurship normalerweise aussieht. Die Menschen interessieren sich einen Scheißdreck für dich. Das ist ein Fakt. Es geht nur darum, wie kann ich an dir profitieren. Das heißt, kann ich an Geld oder kann ich an Zeit von dir profitieren? Weder noch, dann bist du für mich wertlos. Hier bringst du keine Performance und deine Upline kommt auf dich zu und sagt, ey, Bro, geht's dir eigentlich gut? Ich habe gemerkt, irgendwas vielleicht stimmt nicht so ganz mit dir. Ey, Bro, brauchst du irgendwas? Kann ich dir helfen? Ey, Bro, schau mal, als ich in deiner Situation war, habe ich das und das und das und das gemacht. Verstehst du, was ich meine? Dieses Business, wenn wir das jetzt Ganze, das Ganze oder das Ganze bis hier zusammenfassen, dieses Business kostet dich immer 200 Euro. Das heißt, wenn du das Ganze 3 Jahre lang machst, wirst du nicht so viel Geld investieren wie ich in meinem ersten Business für den Start. Das ist Punkt Nummer eins. Ganz abgesehen davon, dass es keine Person gibt, die 3 Jahre lang am Start ist, jeden einzelnen Tag durchgezogen hat und nicht erfolgreich ist. Das ist nun mal ein ganz, oder das ist ein Fun Fact vielleicht. Oder ein Side Fact, ja. Das heißt, dieses Business kostet dich 200 Euro und wird dich niemals mehr kosten. Punkt Nummer zwei, du hast Menschen um dich herum, die dich jeden einzelnen Tag supporten und unterstützen. Punkt Nummer drei, du hast Menschen, die das Ganze vorgelebt haben und du musst nur nachmachen. Und Punkt Nummer vier, du hast keinen größeren Return on Investment als hier in diesem Business. Punkt Nummer fünf, wenn du es nicht hier schaffst, erfolgreich zu werden, wirst du es nirgends schaffen. Deswegen setz dich hin und reiß dir den Arsch auf, Mann. Nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Es heißt nicht, dass du das dein Leben lang machen sollst. Das ist nicht das Ziel. Am Ende des Tages sollst du Spaß haben daran, dir das aufzubauen. Am Ende des Tages sollst du Spaß daran haben, den Weg zu gehen. Verstehst du? Hab Spaß daran, Mann. Setz dich mit deinen Jungs zusammen, setz dich mit deinen Mädels zusammen, richtig? Tradet gemeinsam, prospectet gemeinsam, macht gemeinsam Content. Wenn gutes Wetter noch ist, ich weiß nicht, wie es gerade in Deutschland aussieht, aber wenn es gerade noch gutes Wetter ist draußen, geh meinetwegen in ein Café, mach es von dort aus, setzt euch gemeinsam draußen hin, setzt euch in den Garten, macht. Also hab Spaß an dem Business, hab Spaß an dem Prozess, hab Spaß daran, neue Menschen kennenzulernen, hab Spaß daran, Trades zu setzen, all diese Sachen, hab Spaß daran. Das ist Punkt Nummer eins. Wenn du keinen Spaß an dem Business hast, dann wirst du nicht erfolgreich werden. Verstehst du? Weil du kannst, das ist das, was Alex Morton sagt, du kannst so viel Work Ethic reinlegen, wie du willst. Du wirst nicht erfolgreich werden, wenn du 95 bis 99% Spiritualität nicht gemeistert hast. Und es beginnt damit, die glücklichen Menschen werden erfolgreich. Nicht die Erfolgreichen glücklich. Die Glücklichen werden erfolgreich. Die Menschen, die Spaß daran haben, ein Business aufzubauen. Elon Musk hat ein Business aufgebaut für seine Vision. Mark Zuckerberg hat ein Business aufgebaut für seine Vision. Bill Gates hat ein Business aufgebaut für seine Vision. Cristiano Ronaldo hat seine Leidenschaft gemacht oder ist seiner Leidenschaft nachgegangen. Lionel Messi ist seiner Leidenschaft nachgegangen. Mike Tyson ist seiner Leidenschaft nachgegangen. All diese Menschen sind in so hohem Grad erfolgreich geworden, weil sie ihren Leidenschaften nachgegangen sind, weil sie Spaß daran hatten, in dem, was sie tun. Verstehst du? Das heißt, hab Spaß daran. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, such dir die richtigen Menschen um dich herum. Richtig? Such dir die richtigen Menschen um dich herum, mit denen du das Ganze aufbauen kannst. Baue ein Fundament von Menschen, die gleichen Träume, Visionen und Ziele haben wie du. Und Punkt Nummer drei, setze dir höhere Standards. Leute, wenn ich Menschen sehe, schau mal, ich sehe Menschen hier in diesem Business, die verstehen, glaube ich, das Potenzial dahinter nicht. Ich sag mal so, jeder träumt davon, 100.000 Euro im Monat zu verdienen. Aber keiner hat die Einstellung, dass er es auch irgendwann mal wirklich tun wird. Es bleibt für immer ein Traum. Verstehst du? Es ist für dich in deinem Kopf nicht realistisch, 100.000 Euro im Monat zu verdienen. Es ist ein Traum, es ist ein schöner Traum, es hört sich schön an. Aber es ist für dich nicht realistisch, Sherman 100 zu gehen. Und das bis Ende des nächsten Jahres zum Beispiel. Es ist für dich nicht realistisch, Seven Figures zu gehen bis Ende diesen Jahres. Bis Ende nächsten Jahres, richtig? Du kannst nur so weit gehen, wie du sehen kannst. Du kannst nur so weit gehen, wie du sehen kannst. Das heißt, fang an, zu den Sternen zu greifen. Weil keiner ist erfolgreich geboren, weil er klein gedacht hat, verstehst du? Keiner ist erfolgreich, keiner ist Chairman gegangen, weil er gesagt hat, ich will nur P600 hier in diesem Business gehen. Keiner ist erfolgreich geboren, weil er gesagt hat, hey, oder nur darauf hingezielt hat, Five Figures zu gehen in diesem Business, verstehst du? Deswegen sind die Leute nicht erfolgreich gegangen. Leute, ich will Nine Figures gehen und das noch vor 30. Und dafür arbeite ich jeden Tag. Wie sieht es bei dir aus? Verstehst du, was ich meine? So, und ich mache es aus einer Leidenschaft heraus. Mir macht es Spaß. Ich will wissen, wie weit kann ich kommen? Wie weit kann ich kommen? Wie ist es bei dir? Macht es dir nicht Spaß oder willst du nicht Spaß daran haben, Levels zu machen? Wirklich Levels in deiner Persönlichkeit zu machen, in all areas Levels zu machen? Das ist doch das, was eigentlich Spaß machen sollte. Richtig?
Und nicht jeden einzelnen Tag. Und du kannst jeden einzelnen Tag Levels machen, weil die Rules sind immer die gleichen. Aber jeden einzelnen Tag an einem Schreibtisch zu sitzen und nicht voranzukommen, das ist doch echt abgefuckt, oder? Das ist doch echt scheiße, richtig? Aber du kannst jeden einzelnen Tag eine Person starten und dein Business näher kommen oder dein Ziel näher kommen, Chairman zu gehen. Du kannst jeden einzelnen Tag backtesten, 500 Trades zum Beispiel am Tag setzen und verstehen, ey, ich glaube, ich habe das perfekte Setup für mich gefunden, was für mich funktioniert, um 2-3% zum Beispiel am Tag zu machen. Weil möglich ist es 100%. Verstehst du, was ich meine? Es hat nur was damit zu tun, wirklich den Drive zu haben, also diese Urgency. Und damit meine ich nicht, dich selber kaputt zu machen, nein, den Drive von innen heraus, ey, ich hab keinen Bock mehr, in meiner aktuellen Situation zu sein. Und ich möchte etwas verändern. Ich habe Spaß. Leute, schaut mal. Erstens, für mich gab es vielleicht gibt dir das einen kleinen Impuls. Vielleicht gibt dir das einen Klickmoment. Lass mich dir aus meiner Situation erzählen. Für mich gab es einen wichtigen Punkt, und zwar, alle Menschen haben mich damals ausgelacht für meine großen Träume und meine großen Ziele. Okay, weil sie meinten, ey, du bist der schlechteste Schüler der gesamten Jahrgangsstufe. Du mit Sicherheit nicht. Also jeder andere vielleicht, aber du mit Sicherheit nicht. Okay? Das heißt, jeden Einzelnen das Gegenteil zu beweisen, das war für mich wichtig. Weil ich wollte nicht in den Köpfen der Menschen derjenige sein, der versagt hat. Oder derjenige sein, der nur ein Träumer war. Jetzt die Frage an dich. Willst du bei den Menschen derjenige sein, der nur ein großer Träumer war, aber niemals richtige Resultate hatte? Oder willst du jeden einzelnen Tag darauf abzielen, Resultate abzurufen? Das ist Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2. Leute, ja, ich hatte Spaß daran, mir vorzustellen, wie ich in der Business Class sitze. Und ich hatte Spaß daran, mir vorzustellen, wie ich in der First Class sitze. Für ein Ticket 10.000 Euro auszugeben. Ja, ich habe da Spaß dran gehabt. Ich habe diese Vorstellung hat mich gereizt. Die Vorstellung, mit einem Trade irgendwann für 250.000 Euro ein Auto zu kaufen, hat mich gereizt. Die Vorstellung, keine Ahnung, um die ganze Welt zu reisen, jeden einzelnen Tag und das ganz bequem, ohne auf dem, ohne aufs, ohne auf, aufs Wallet zu schauen, hat mich gereizt. Warum denn auch nicht? Weil all diese Sachen sind, oder das ist doch das, was wir machen wollen. Es ist Fakt, dass sich in einem Ferrari schöner leben lässt als in einem Opel Corsa. Ist ein Fakt, Mann. Und das ist okay und dafür darfst du stehen. Das darfst du ruhig sagen. Es ist okay, zu träumen, in einer First Class sitzen zu wollen, bevor ich in einer Economy Class bei Ryanair sitze. Ist okay. Verstehst du? Deswegen machst du doch dieses Business. Es ist in Ordnung, seinen Geschwistern das Auto zu holen, was sie schon immer gewünscht haben. Deswegen machst du das doch. Aber lass dich doch an diesen Zielen inspirieren. Lass dich doch an diesen Zielen inspirieren. Lass dich doch davon inspirieren, niemals die Person zu sein, die andere Menschen im Kopf haben. Verstehst du? Von dir, diese Version von dir. Sondern, dass du irgendwann die Person bist, wo sie sagen, ey, der hat damals immer so groß geredet und der hat es echt gerissen. Sie hat es echt gerissen. Crazy. Das sollte doch das sein, was andere Menschen über dich erzählen sollen, richtig? Auch wenn die Meinung von anderen Menschen uns scheißegal ist, definitiv. Safe. Juckt mich auch nicht. Aber so sollten wir doch in den Köpfen der Menschen bleiben, oder? Oder dass unsere Eltern stolz auf uns sein können, unsere Geschwister stolz auf uns sein können, dass wir nicht wie jeder andere. Und ja, unsere Eltern und unsere Geschwister sind stolz auf uns, wenn wir mehr als 2.000 Euro verdienen. Wenn wir mehr als 4.000 Euro verdienen. Wenn wir mehr als 10.000 Euro verdienen. Dann wird dein Dad mit Sicherheit zu dir kommen oder dein Mom wird mit Sicherheit zu dir kommen und sagen, hey, weißt du was, ich bin stolz auf dich, dass du nicht so bist wie jeder andere. Keiner sagt, dass du mit dem Geld Drugs und Partys feiern sollst. Verstehst du, was ich meine? Aber lass dich doch von diesen Sachen inspirieren, ist doch vollkommen in Ordnung. Verstehst du, diesen Lifestyle zu leben? Aber lass mich dir etwas sagen und das wird ein bisschen in deinen Kopf verdrängen jetzt, ja, in den nächsten oder die letzten 5 Minuten. Weißt du, wie du da hinkommst? Lass mich dir sagen, wie du dorthin kommst. Ich habe gerade eben gesagt, 95% bis 99% ist spirituell. Du kannst so viel Work Ethic reinstecken, wie du willst. Du wirst nicht an dein Ziel kommen, wenn du das hier oben nicht gemeistert hast. Das heißt, wenn du nicht Seven Figures hier oben bist, wirst du es niemals auf Papier sein. Wenn du dir niemals vorstellen kannst, auf deinem Bankkonto 7 Stellen zu haben, 8 Stellen zu haben, 9 Stellen zu haben, wirst du es niemals erreichen. Okay? Und ich werde dir auch sagen, warum. Kennst du diese Beispiele, wo eine Person, die zum Beispiel Krebs hatte, aber sich geweigert hat, oder Krebs hatte im Endstadium, aber sich geweigert hat zu sterben, auf einmal ein Wunder geschehen ist und nicht gestorben ist, obwohl jeder einzelne Arzt, mit dem sie gesprochen hat, gesagt hat, du wirst sterben? Diese Wunder gibt es, richtig? Es gibt Wunder, wo Menschen 10, 20, 30 Jahre lang gelähmt waren.
und dann einfach aufgestanden sind und durch den Raum gelaufen sind. Es gibt Situationen, wo Menschen, wo Akten vertauscht wurden und ein gesunder Mensch, einem gesunden Mensch gesagt wurde, dass er Krebs im Endstadium hat und der wirklich nach 6 Monaten gestorben ist. Obwohl der Kern gesund war. Es wurden die Akten vertauscht. Worauf will ich hinaus? Jeder einzelne Mensch, der denkt, dass dein Mindset oder deine Einstellung, all diese Sachen, all das, was sich hier oben abspielt, dass es keinen Einfluss auf dein Resultat hat, der wird niemals erfolgreich werden. Weil alle erfolgreichen Menschen das hier oben für sich gemeistert haben. Okay? Lass mich dir etwas sagen. Erfolg und Misserfolg ist Teil deiner DNA. Bis vor kurzem dachte man, und ich werde dir das Ganze erklären, bis vor kurzem dachte man, deswegen sei aufmerksam, sei aufmerksam. Bis vor kurzem dachte man, dass die Genetik bzw. die DNA, dieser DNA-Strang, diese Helix, sich nicht verändern lässt. Das ist das, was man bis vor kurzem dachte. Und weißt du, was man dann herausgefunden hat? Durch Epigenetik lässt sich die DNA verändern. Das heißt, Dinge, die in der äußeren Welt passieren und Einfluss auf deine innere Welt haben, das heißt, Gedanken und Emotionen erzeugen, sorgen dafür, dass sich deine DNA verändert. Negative Gedanken und negative Emotionen schütten im hohen Ausmaß Stresshormone aus. Stresshormone machen dich krank und werden Teil deiner DNA. Das ist bewiesen. Das ist bewiesen. Das kannst du gerne nachschauen. Okay, gib das einfach bei Google ein. Okay, es ist bewiesen. Das heißt, deine Gedanken und deine Emotionen, das, was du hier oben denkst und das, was du fühlst, die Emotionen sind die Sprache des Körpers und die Gedanken sind die Sprache des Geistes. Das, was du denkst und das, was du fühlst, wird definitiv dein Resultat sein. Und wenn du nicht daran glaubst, erfolgreich zu werden, wenn du nicht daran glaubst, Seven Figures zu gehen, Eight Figures zu gehen, Nine Figures zu gehen, wenn du dir nicht jeden einzelnen Tag oder das Gefühl hast, dass du vollkommen, also dass es dir vollkommen reicht, also dass du vollkommen genug bist, dass alles, was du hast oder dass alles, was du bekommen hast, vollkommen in Ordnung ist, beziehungsweise du mit dir 100% in Einklang bist. Wenn du diese Gedanken und diese Emotionen hast, wirst du erfolgreich werden. Lass mich dir ein Beispiel geben. Wenn du auf der Convention warst, Joey Wilson hat das gesagt, Chairman 100 hat auf der Bühne gesagt, hey, ich gebe dir jetzt mein Key to Success. Und dann hat er gesagt, I was locked in for more than 1 year. Und er ist von Chairman 10 auf Chairman 100 in 9 Monaten. Und er hat gesagt, ich habe mir jeden einzelnen Tag vorgestellt, als ich zum Gym gefahren bin, das Lied angemacht, mit welchem ich als Chairman 100 auf die Bühne gehen will, habe den Song laut gedreht und habe jedes einzelne Mal daran gedacht und die Emotion gefühlt, wie schön es sein muss, diesen Moment zu erleben. Und er ist Chairman 100 gegangen. Und das in 9 Monaten. Jetzt erklär das mal. Jeder hat die gleichen To-Dos. Erklär mir das. Warum hat er die besseren Menschen erwischt? Mit Sicherheit nicht. Nein, er hat für sich verstanden, das hier oben ist Teil für meine. Ich will dir etwas vorlesen, was wissenschaftlich bewiesen wurde. Wenn ich es finde auf die Schnelle. Wo habe ich es hier? Hör genau zu. Ich lernte damals einer der Hauptgrundsätze der Quantenphysik kennen. Geist und Materie sind nicht voneinander getrennt. Unsere bewussten und unbewussten Gedanken und Gefühle sind die Blaupausen, die unser Schicksal lenken. Die Beharrlichkeit, die Überzeugung und der Fokus auf die Manifestation einer potenziellen Zukunft liegen sowohl im menschlichen Geist als auch im Geist der unendlichen Potenziale des Quantenfeldes. Um eine potenziell bereits existierende zukünftige Realität zu manifestieren, müssen beide zusammenwirken. Worauf oder was soll dir das damit sagen? Was ist damit gemeint? Alles, was du in der inneren Welt kreierst, dein Unterbewusstsein ist 30.000 Mal stärker als dein Bewusstsein. Alles, was du und Geist und Materie sind nicht voneinander getrennt. Das heißt, alles, was du in deiner inneren Welt kreierst und manifestierst, und wenn dein Unterbewusstsein so stark daran glaubt, dass es dann ist, genau in dem Maß sollst du auch zum Beispiel beten. Genau so sollst du beten. Du sollst nicht beten, hey Gott, ich will das und das und das haben, sondern du solltest so beten nach dem Motto, hey Gott, ich bin dir dankbar, dass du mir all das schon in meinem Leben gegeben hast. Verstehst du? Das heißt, wenn du es in der inneren Welt manifestierst, stark genug manifestierst und dein Unterbewusstsein so stark daran glaubt, wird es in der äußeren Welt Materie werden, wird es real werden. Das heißt, die Work Ethic ist das Fundament dafür. Aber du wirst sehen, auf einmal wird alles, egal was du anfasst, wird Gold werden. Deswegen nimm dir Zeit am Tag, 10 bis 15 Minuten, dir deine Träume und Ziele zu manifestieren und zu visualisieren. Und vor allem die Emotionen zu fühlen. Okay, die Emotionen dahinter zu fühlen.
Richtig? Weil ohne Emotion hat das Ganze keinen Sinn. Affirmation, sich Sport zu lesen, ohne die Emotion dahinter hat keinen Sinn, weil Emotionen sind am Ende des Tages Energie in Bewegung. Okay? Emotionen sind Energie in Bewegung. Und jetzt lass mich dir den letzten Abschluss sagen, vielleicht für diesen Part, weil ich muss zum nächsten, auf den nächsten 20% Call jetzt kriegen. Vielleicht als Abschluss. Das Quantenfeld. Oder man hat geschaut, man hat versucht und man hat sich Gedanken gemacht darüber oder vielleicht anders formuliert. Ein Atom oder eine Zelle besteht aus Billionen von Atomen und Atome bestehen zu 99,9% aus Energie. Atome tauchen immer dort auf dem Quantenfeld oder im Quantenfeld tauchen sie dort auf, wo du deinen Fokus hinlegst. Das heißt, sobald dein Fokus wegfällt, ist das Atom wieder weg. Okay, was heißt das jetzt für dich? Wenn eine Zelle aus Billionen von Atomen besteht und Atome aus 99,9% Energie bestehen und diese Energie oder Atome immer dort auftauchen, wo du deinen Fokus hinlenkst und du in deiner inneren Welt den Fokus auf deine Träume und auf deine Ziele legst, was wird in der äußeren Welt real werden? Deine Träume und deine Ziele. Ganz einfach. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen fang an, darüber zu träumen oder das zu manifestieren, dass du dir mit einem Trade einen Rolls-Royce kaufen kannst. Das ist vollkommen in Ordnung. Wird dich keiner für verurteilen. Fang an zu manifestieren, dass du dir einen Privatjet leisten kannst. Fang an zu manifestieren, dass du in die ganze Welt reisen kannst, ohne auf den Geldbeutel zu schauen. Fang an zu manifestieren, wie du nach Hause kommst, dein Dad die Uhr holst, die er schon immer sich holen wollte oder die er sich schon immer gewünscht hat. Deine Mom das Auto zu holen, was sie schon immer fahren wollte. Deinen Eltern die Traumreise zu ermöglichen, die sie schon immer wollten, die sich schon immer gewünscht haben. Fang an zu manifestieren, wie du auf der Bühne stehst vor 30, 40, 50.000 Menschen und sie inspirieren wirst. Fang an zu manifestieren, wie du auf Instagram 5, 7 Millionen Follower haben wirst. Fang an zu manifestieren und fang an, die Work Ethic dafür reinzulegen und fang an, Spaß daran zu haben, weil die glücklichen Menschen werden erfolgreich werden, alright? Und wenn du all das machst und das auf einer konstanten Basis, jeden einzelnen Tag, verspreche ich dir, one focused year can change your entire life. Alright? Deswegen, Leute, lasst uns Gas geben und lasst uns diese Company, weil diese Company ist das, was die Menschen da draußen brauchen, lasst uns diese Company ganz nach oben katapultieren, oder lasst uns diese Company ganz nach oben katapultieren, richtig? Und damit bin ich an der Stelle raus, ich muss unbedingt weiter. Es war meine Ehre gewesen, Leute. Ich hoffe, ich konnte etwas mitgeben. Chris, Niklas, ich gebe zurück an euch. Wir sehen uns heute. Ciao, ciao. Müslim, vielen, vielen, vielen Dank für diesen klassen Part, Bro. Richtig, richtig stark. Wir konnten uns so viel mitnehmen. Und ey, Leute, mach mal gerne noch mal ein paar Herzen hier in den Call für Müslim. Danke auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß auf jeden Fall, wie voll dein Kalender ist. Ihr seid einfach eine Sekunde. So, perfekt. Jetzt solltet ihr mich auf jeden Fall sehen. Nice, Leute. Ich hoffe, der Part hat euch auf jeden Fall gefallen. Ihr konntet euch einiges mitnehmen. Ich garantiere euch, ihr konntet euch einiges mitnehmen, wenn ihr das Ganze auf jeden Fall jetzt aufmerksam mitgenommen habt, wenn ihr wirklich mitgeschrieben habt. Und ich kann euch wirklich sagen, ich freue mich jetzt wirklich auf alles, was kommt. Ich freue mich jetzt auf die kommende Zeit, auf die kommenden Team-Calls. Und wir werden im Endeffekt direkt weitermachen nächsten Sonntag. Es wird unglaublich heftig werden. Nächsten Sonntag haben wir einen Special-Team-Call mit fünf Special-Speakern, wo ich euch jetzt noch nicht die Namen verraten werde. Aber wir werden einen Special Call machen, einen Special Q&A, wo wir wirklich mal alles ansprechen werden, was für euch wirklich auch wichtig ist, wo wir euch beispielsweise die Bühne einfach geben, wo ihr alle Fragen stellen könnt, die euch wirklich auf dem Herzen liegen. Und zusätzlich sind es einfach extrem wichtige Punkte, die noch von den jeweiligen Speakern kommen. Deswegen macht euch auf jeden Fall ready. Wir werden zusätzliche Ankündigungen nächste Woche haben. Deswegen macht euch da wirklich bereit auf diesen Call und seid da wirklich am Start. Generell seid immer auch jeden einzelnen Tag, und das ist auch nochmal ein Appell, der wirklich von Herzen kommt, jeden einzelnen Tag in den jeweiligen Trading-Teamgruppen drin. Ja, dass ihr jeden Tag in den Teamgruppen, jeden Tag auf Telegram schaut, die Copy in Trading-Gruppe angepinnt habt. Dort kommen alle wichtigsten Infos. Ihr müsst einfach nur nach links swipen und dann könnt ihr Gruppen anpinnen. Und macht euch bei der Copy in Trading-Gruppe auf jeden Fall auch die Benachrichtigung an, dass ihr dort alle Nachrichten seht. Weil da kommen nur die wichtigsten Nachrichten rein. Dort bekommt ihr alle Infos, die jetzt wirklich anstehen werden. Und ansonsten, wie gesagt, freue ich mich auf jeden Fall auf alles, was kommt. Wir müssen jetzt auch direkt weiter. Ich habe jetzt auch um 22 Uhr den nächsten Call. Ich wünsche euch einen sehr erfolgreichen Restabend. Bereitet auf jeden Fall nächste Woche vor. Happy, happy Pips. Trade safe. Freue mich auf alles, was kommt, Leute. Wenn ihr irgendwas braucht, gebt mir gerne Bescheid. Ich bin für euch da. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen sehr schönen Abend. Bis dann, Leute.